Sie haben Besuch, Tearjerker. Ist er heiß oder doof? Heiß. Philipp, für Sie ist doch jeder heiß. Nennen Sie mir eine Person, die Sie nicht heiß finden. Ha, sehen Sie, das können Sie nicht. Hallo, Tearjerker. Stan Smith. Sie müssen ja wahrlich Rieseneier haben, um mich hier zu besuchen. Ich brauche Ihre Hilfe. Sie brauchen meine Hilfe? Nie im Leben würde ich Ihnen helfen. Ich bin hinter Black Villain her. Ich werde Ihnen helfen. Sehr gut. Als allererstes müssen wir Sie hier rausholen. Na, viel Glück. Dieser Knast ist so hermetisch verriegelt wie das Freundschaftsarmbändchen um das fette Handgelenk Ihrer Mutter. Kleiner Scherz, Ihre Mom hat gar keine Freunde. Hier, essen Sie das. Wieso? Tun Sie es einfach. Die haben noch gar kein Wort zu meinen Bildern gesagt. Abgesehen vom Havarti war dieses Sandwich eine totale Enttäuschung. Ich glaube, da war ein Magnet im Sandwich. Sieht so aus, als wären wir jetzt Partner. Ja, Sie und ich, wir werden jetzt Black Villain fertig machen. Was machen Sie da? Wir sind auf derselben Seite. Ja, Partner, richtig. Das wird sicher eine Weile dauern, bis ich mich daran gewöhnt habe. Wenn wir Black Villain schnappen wollen, müssen wir seinen Top-Handlanger Tschotschki Schmier finden. Der hat hier jeden zweiten Sonntag einen Stand. Aber ich dachte, Tschotschki wäre Ihr Handlanger. War er. Aber dann musste ich ins Gefängnis. Er hatte wohl keine Lust zu warten. Manche Handlanger kommen mit dem Alleinsein nicht klar. Ich verstehe das. Ich meine, es tut weh und es ergibt keinen Sinn für mich. Das wird es auch nie, aber ich verstehe es. Das ist nur eine der Sachen, von denen ich nichts verstehe. Verstehe das, wer will. Ja. Ach, soll ich das kaufen? Das alte Bild von dem Kerl? Warum soll ich das kaufen? Reden Sie es mir bitte aus. Ich kaufe es. Sie haben mir nie verraten, wie Black Villain Sie ausgetrickst hat. Sie wissen doch, Tommy Bahama hat die besten Klamotten. Wir wollten ein Konkurrenzunternehmen eröffnen mit dem Namen Johnny Cabo. Aber stattdessen schießt mir Black Villain ins Gesicht und zeigt mich wegen Belästigung meines alten Tonlehrers an. Ach, stimmt ja. Ich hab vorhin blank gezogen. Jeder Keramikfrosch kostet 8 Dollar. Und wie viel kostet der? Tschotschki Schmier. Gucke mal einer an. Wenn das nicht Tearjerker ist mit Stan Schmiss an seiner Seite, arbeitet ihr beiden jetzt zusammen? Und was kommt denn dann? Janine Garofalo hat plötzlich kommerziellen Erfolg am Hacken? Das war ein ganz klarer Tiefschlag. Sag uns, wo Black Villain ist. Ich werde dir überhaupt gesagt. Ich hätte dich, Tschotschki. Tearjerker, dieselbe Seite. Richtig, richtig. Verdammt, tut mir leid. Schon gut, ich sag's ja. Was ihr nie über den Aufenthaltsort von Black Villain wisst, ich aber schon. John Divas, Salon für Königinnen und Divas. Sieht so aus, als müssten wir nach Detroit. Das geht seit 2 Stunden so. Warum fragen wir nicht nach der Frau, die Tschotschki erschossen hat? Weil man nicht einfach so in einen Laden wie diesen hier reinmarschiert und Fragen stellt. Man muss auf cool machen. Oh ja, klar, das weiß ich. Das wissen Sie nicht und das ist auch gut so. Irgendwann werden die uns schon sagen, was wir wissen müssen. Ich hoffe, du hast Craig gesagt, er soll die Klappe halten. Du weißt doch, mit dem Kerl bin ich durch. Ich hoffe, er taucht heute Abend nicht auf Black Villains Party auf. Mhm. Wir müssen auf diese Party gehen, dann kommen wir an Black Villain ran. Na, worauf wartet ihr denn noch, ihr Hirnisch? Lasst uns auf diese Party gehen. Craig, was machst du denn hier? Ja, Shantiva will ich nicht mehr sehen. Sie hasst dich, hat sie gesagt. Wow, Leute, stopp mal. Ihr kennt doch gar nicht meine Seite der Geschichte. Na, dann lass mal hören, Craig. Ich hab sie betrogen. Aber hört euch doch erst mal an, wieso? Wieso, Craig? Weil ich Bock drauf hatte.